Wenn im zweiten Semester ein anderer Stundenplan gilt als im ersten, sprechen wir von unterschiedlichen Perioden. Aber auch, wenn sich der Stundenplan während des Semesters ändert. Beispielsweise wird Lehrerin Curie krank. Im zweiten Semester steht Lehrer Newton längere Zeit nicht zur Verfügung. Der Plan ändert sich auch für diese Zeitspanne. Legen wir nun eine dieser Perioden im Programm an. Wir sehen hier den Stundenplan von Lehrerin Curie für das erste Semester. In der zweiten Periode ist sie krank, der Stundenplan ist daher leer. Danach ändert sich ihr Stundenplan aufgrund der Abwesenheit von Lehrer Newton. Während des restlichen zweiten Semesters gilt wieder ihr Stundenplan. Hier sehen wir als Beispiel eine berufliche Schule mit Lehrgangsklassen. Klasse 1 M2 hat während des zweiten Lehrganges keinen Unterricht.